Was meinst du, wie viele Leute sich, ich sag jetzt mal, sagen wir mal im Dezember, Silvester, neue Ziele gesetzt hatten? Und dann kam Corona. Und dann, ja gut, jetzt, das geht natürlich jetzt erstmal nicht. Jetzt kann ich meine Ziele nicht verfolgen. Ich freue mich extrem. Also die letzten Monate waren für mich echt sehr assig. Das hat mir gar nicht gut gefallen. Ich bin ja so jemand, der lebt davon einfach so. Das ist meine emotionale Belohnung, rauszugehen und ja, Dinge mit Leuten zu machen und Auftritte zu machen und all das ist einfach so. Das ist einfach meine Persönlichkeit und da stehe ich auch zu und das mag ich. Und das war jetzt die letzten Monate gar nicht. Und jetzt geht's wieder los. Endlich, zum Glück. Also jetzt bin ich wieder in die TV-Studios eingeladen. Zwei sehr, sehr, sehr große Magazine haben jetzt was mit mir gemacht, beziehungsweise das steht jetzt an, das wird gerade umgesetzt. Eins davon ist meiner Meinung nach sogar das berühmteste Magazin der Welt. Da freue ich mich extrem drauf. Das wird richtig toll. Und auch Podcasts und so weiter wieder. Hier, jeden Tag findet was statt. Und das gefällt mir also sehr. Das freut mich sehr. Und Fotoshootings, eins haben wir jetzt ja schon gehabt. Jetzt morgen fahre ich nach Hamburg, mache ich mit Oliver ein schönes Outside-Shooting auch fürs Buch und so weiter. Da habe ich auch dazu gelernt, ne, das hat Torben mir ja damals schon gesagt, Mensch, mach von den Bildern, mach was Hochwertigeres und so weiter. Wollte ich immer nicht hören, wollte ich immer nicht hören. Ich habe gesagt, ach komm, das reicht doch. Und ja, man muss es aber so machen. Ne? So ein bisschen mitspielen muss man da schon und sich an die Plattformen anpassen. Habe ich auch gelernt, mache ich auch. Und bin ja jetzt auch nun seit einiger Zeit bei TikTok, ist auch was ganz Neues, wo man eigentlich als seriöser Mensch ja nicht sein soll, aber mittlerweile ist ja dann doch irgendwie jeder da. Mein zweites Video hat ja jetzt die Millionen da geknackt, also habe ich jetzt 2 Millionen Videos und die anderen sind dann halt irgendwas zwischen 10.000 und 500.000, also da läuft es wirklich auch sehr gut. Nee, da muss man mitspielen und man darf sich auch nicht aufhalten lassen. Also auch während der Krise habe ich mich nicht aufhalten lassen. Klar, es fiel was weg vom Weg. Also, ne, also irgendwie, du musstest die Sachen jetzt elektronisch machen, konntest nicht hinfliegen, nicht hinfahren und persönlich irgendwelche Sachen machen. Aber man darf sich ja nicht grundsätzlich aufhalten lassen von solchen Krisen. Das habe ich jetzt schon in 2 Interviews gesagt. Es wird immer irgendwelche Krisen geben. Immer, immer, immer. Also, ne? Du kannst nicht jedes Mal eine Vollbremsung machen mit deinen ganzen Zielen. Du musst egoistisch weitergehen und sagen, wo ist mein Weg, wie kriege ich das hier trotzdem hin? Was meinst du, wie viele Leute sich, ich sag jetzt mal, sagen wir mal im Dezember, Silvester, neue Ziele gesetzt hatten? Und dann kam Corona. Und dann, ja gut, jetzt, das geht natürlich jetzt erstmal nicht. Jetzt kann ich meine Ziele nicht verfolgen. Was meinst du, wie viele Träume das jetzt schon wieder gekillt hat, weil die Leute sich immer aufhalten lassen, immer. Da kommt das kleinste Sandkörnchen und auf einmal steht wieder alles still. Läuft nicht, läuft nicht. Das ist wie der Zug. Du kannst nicht einen Zug ständig eine Vollbremsung machen und glauben, du hast Energie, dass du jedes Mal wieder neu anfangen kannst. Das dauert einfach zu lange, dieses Momentum wieder aufzubauen. Und dann machst du wieder eine Vollbremsung, weil wieder irgendwas ist, weil die Oma Husten hat oder irgendwas ist. Und dann willst du wieder anfangen und so machen das manche Leute ihr ganzes Leben lang. Das erinnert mich gegen die Wand laufen. Ne? Laufen immer gegen die Wand. Das funktioniert einfach nicht. Ne? Man muss da egoistisch bei seinen Zielen bleiben und darf sich da nicht aufhalten lassen. Ist so.